Dies ist der dritte Teil unserer dreiteiligen Reihe zum Thema Gehörschutz. Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal von Langer Hörgeräte, dem Fitnessstudio für Ihre Ohren. Heute im dritten Teil unserer Gehörschutzreihe geht es um angepasste Kopfhörer und In-Ear-Monitoring. Menschen, die sehr viel Sport treiben und dabei Musik hören oder einfach sehr schmale Gehörgänge haben, kennen das Problem. Sie haben ihre In-Ears im Ohr, bewegen sich und da reicht auch schon der kleinste Zug am Kabel und schon ist der Hörer raus aus dem Ohr. Mit angepassten Plastiken für Ihren Kopfhörer kann das nicht mehr passieren. Wir nehmen eine Abformung von Ihrem Ohr, Sie bringen Ihren Hörer mit, wir schicken das Ganze ein und es wird eine individuelle Plastik für Ihren Kopfhörer gefertigt, sodass Sie anschließend ohne Probleme damit alles Mögliche machen können, ohne dass die Hörer aus dem Ohr fallen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass der Hörer nicht riesengroß ist und dass Sie genug Platz im Ohr haben. Der Gehörgang ist da nicht so wichtig, sondern hier das Außenohr, da muss genug Platz vorhanden sein, um den Hörer irgendwo platzieren zu können. Soll es hingegen etwas professioneller werden, sind wir im Bereich In-Ear-Monitoring. Jeder, der schon mal auf einer Bühne gestanden, gesungen oder ein Instrument gespielt hat, kennt das Problem, sich selbst nicht gut hören zu können. Dieses Problem wird seit Jahrzehnten über Bühnenmonitore gelöst. Hier sehen wir sowas. Heißt, vor dem Künstler steht ein abgeschrägter Lautsprecher. Aus diesem Lautsprecher kommt eben das Gesamtsignal der Bühne, das heißt, alle Instrumentalisten und eben der Sänger werden dort wiedergegeben. Und dann kann der Sänger zum Beispiel sagen, mach mir mal meine Stimme ein bisschen lauter. Und dann kann über das Mischpult der Sänger eben angehoben werden, sodass er sich im Vordergrund besser hören kann. Ist grundsätzlich eine gute Sache, führt aber auch dazu, dadurch, dass jeder einen eigenen Bühnenmonitor hat, dass es auf der Bühne sehr laut wird. Jeder möchte natürlich sich am besten hören und dadurch kommt es sehr schnell zu sehr hohen Pegeln. Nächster Nachteil, sobald ich aus dem Kegel des Lautsprechers heraustrete, kann ich mich nicht mehr hören. Und das ist ein großes Problem. In den 80ern und 90er Jahren kam dann das In-Ear-Monitoring auf. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, heißt jeder Künstler für sich bekommt seinen eigenen Mix, so wie er das gerne haben möchte. Allerdings bekommt er den direkt aufs Ohr. Hierfür sind Kopfhörer notwendig, die ein sehr spezielles Klangspektrum haben bzw. auf den jeweiligen Musiker abgestimmt werden und die sehr hochwertig sind, um eben den bestmöglichen Sound zu gewährleisten. Diese Hörer werden kombiniert mit einer Funkstrecke in den meisten Fällen, weil die Leute ja mobil sein müssen. Das heißt, Gitarristen, Sänger und alle, die sich frei bewegen wollen auf der Bühne, haben dazu einen Funksender, der meistens unsichtbar hinten am Gürtel platziert wird, sodass man sich eben wirklich überall auf der Bühne bewegen kann, ohne dass man seinen Ton nicht mehr hört. Diese Hörer sind im Idealfalle individuell angepasst, um eben ein Verrutschen auszuschließen. In-Ear-Monitoring gibt es qualitativ in verschiedensten Ausführungen. Hier gilt, je teurer, desto besser das Klangbild. Heißt, je teurer der Hörer, desto breiter ist meistens das Frequenzspektrum und desto mehr einzelne Wandler sitzen in den Hörern, um eben das Ganze so genau wie möglich wiederzugeben. Allerdings gilt hier auch, der Sound kann nur so gut sein wie das Eingangssignal. Wenn also vom Hauptmischpult ein schlechtes Eingangssignal kommt oder aber die Funkstrecke das Eingangssignal verschlechtert, dann nützt eben auch der beste Hörer nichts. Für eine individuelle Beratung zum Thema In-Ear-Monitoring oder eben zum Thema angepasste Kopfhörer kommen Sie gerne bei uns in den Filialen vorbei. Wir kennen uns damit aus und helfen Ihnen gerne weiter, die richtige Lösung für Sie zu finden. Das war ja nun unser Dreiteiler zum Thema Gehörschutz. Ich hoffe, es war was dabei, was Sie interessiert hat. Wenn es Ihnen richtig gut gefallen hat, natürlich wieder kommentieren, liken, die Glocke drücken und hier oben abonnieren ist das Stichwort oder einfach mal unsere alten Videos angucken. Ich sage bis zum nächsten Mal und bleiben Sie hörfit.